Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute holen wir jetzt erstmal solche Eisenstangen, um das Zaungehege für die Pfauen zu bauen. Da vorne ist auch schon mein Opa. Und ich würde sagen, ich melde mich später nochmal wieder. Wir sind mittlerweile wieder da, wie man da sehen kann. Wir haben richtig viele Stangen geholt. Es war voll nice. Da war ein Typ, der hatte auch voll viele Enten. Der hatte so einen fetten Teich. Und da hatte er alle möglichen verschiedenen Entensorten drauf. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Rohre geholt. Dann können wir auch da vorne den Zaun hinmachen. Aber wir laden die jetzt erstmal ab, weil mein Opa hat noch solche weißen Bretter, die ich dann hier auch noch irgendwo bauen kann. Und außerdem hole ich noch so ein paar Dachlatten, weil die kann man ja immer gebrauchen. Aber erstmal laden wir jetzt die Stangen ab. So Leute, ich habe ja, wie ihr gesehen habt, alle Stangen jetzt abgeladen. Es sind insgesamt 28 Stück, manche ein bisschen dicker, manche ein bisschen dünner. Hier vorne kommen ja nur ein paar hin. Aber wahrscheinlich zäumen wir auch noch andere Bereiche damit ein. Ich würde jetzt sagen, wir holen jetzt erstmal die Bretter und die Dachlatten. Hier jetzt nochmal ein kleines Zwischenupdate von der Pfauenvoliere. Also die Pfauenhenne ist auf jeden Fall schon draußen. Der Hahn hat heute das erste Mal richtig geschrien. Er ist jetzt nicht so laut, wie ich gedacht hätte, aber er ist laut. Ich habe jetzt einfach das Fenster hier komplett rausgenommen, weil wir hatten das Problem, dass das Fenster die irritiert hat, das steht jetzt da unten. Weil ich glaube, die dachten dann, dass da die nicht durchfliegen können. Aber auf jeden Fall, ich glaube, die Frauen freut es schon mal richtig, dass sie jetzt schon mal ein bisschen mehr Platz haben in der Voliere. Aber der eigentliche Plan ist ja, dass sie hier draußen frei rumlaufen können. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal die Pfosten setzen. Wie ihr sehen könnt, der ganze Anhänger ist voll mit solchen Plastiklappen. Da habe ich noch ein paar Dachlatten mitgenommen. Wir sind jetzt mittlerweile schon wieder zu Hause. Hier vorne liegen jetzt die ganzen Bretter. Es sind auf jeden Fall ordentlich viele. Ich weiß gar nicht, wie viel genau. Die Dachlatten und so habe ich jetzt auch schon nach hinten gebracht. Aber jetzt widmen wir uns erstmal dem Zaun. Angekommen hier am Hühner-, Enten- und keine Ahnung, Gänsegehege, bald auch Pfauengehege, mache ich erstmal die Toren auf, dass alle Tiere hier rauskommen können. Die Chickens freuen sich auf jeden Fall schon richtig. Davon kann ich mir jetzt 5 Stück rausnehmen, um da vorne die ganzen Pfähle zu setzen. Die muss ich jetzt erstmal mit so einer Rosenschere abschneiden. Ich weiß, eigentlich mal eine Drahtschere, aber ich habe keine gefunden und die funktioniert genauso gut. Das mache ich jetzt und dabei könnt ihr mir jetzt zuschauen. Leute, leider ist gerade der Kamera-Akku leer gegangen. Darum konnte ich euch keine ganze Zeit davon zeigen. Aber hier vorne sind jetzt die Pfosten raus. Die liegen jetzt da und da. Und hier habe ich jetzt schon so einen Teil festgeschraubt, damit hier der Scharnier einhakt. Scharnier. Im letzten Video habe ich Mutter gesagt, obwohl ich eine Unterlegscheibe meine. Was ist mit mir falsch? Damit der Riegel hier rein einrasten kann, sodass das Tor nicht mehr aufgeht. Das ist dann ziemlich hoch. Hier oben kommt ja auch noch meine Drahtspanne hin. Jetzt muss ich mir noch ein paar von den Pfosten aussuchen, die kommen dann da auch noch so lang. Das Ganze wird dann nochmal richtig stramm gezogen, weil das hier ist ziemlich so wabbelig, dass es auf Zug ist. Ich habe mittlerweile jetzt alle Pfosten rausgemacht und wieder neue Pfosten reingesetzt. Ich habe aber nur jeden zweiten wieder einen reingesetzt, weil ich zuerst dachte, irgendwie, das muss sein, aber ich glaube, die sind so groß und stabil, dass auch ausreicht, wenn man nur die Hälfte reinsetzt. Ich habe mir jetzt hier schon Kabelbinder geschnappt. Mit denen werde ich das jetzt festmachen. Ich fange von da vorne an und ziehe den Draht stramm. Und ich würde sagen, let's go! Wie ihr gesehen habt, ich habe jetzt den Zaun an den Pfosten befestigt und ich habe den hier nochmal gespannt.
guckt mal, so viel Zaun an sich war hier überflüssig. Drei solche Felder. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ergibt das für einen Sinn? Lasst es doch einfach dran. Aber Leute, sonst ist das nicht so schön. Wenn es strammer ist, sieht man den Zaun noch weniger. Dann sieht das so aus, als wenn man einfach so auf die Tiere gucken könnte. Genau das gleiche, desto mehr Pfosten da sind, desto mehr sieht man auch, dass da ein Zaun ist. Und wir wollen ja so, dass man fast gar nicht sieht, dass da überhaupt ein Zaun ist. Darum haben wir auch schwarz genommen, weil das sieht man dann fast gar nicht mehr in der Umgebung. Weil das passt sich dann einfach hier mit dem Bodengrund so an. Zum Beispiel hier vorne, wenn ihr jetzt so von Weitem guckt, seht ihr den Zaun ja gar nicht. Natürlich, weil da jetzt der Schlauch drüber hängt, aber sonst guckt man da einfach so drauf hin. Und das ist halt nice. Ich habe das untere jetzt alles ja schon gespannt und auch an den Pfosten befestigt. Jetzt habe ich hier unten noch so ein kleines Stück Draht und wir haben da vorne ja noch die fette Rolle. Ich würde sagen, ich fange erstmal mit dem kleinen Stück Draht von da hinten an, es hierher zu spannen, weil das haben wir ja noch. Und dann kann ich es schon mal aufbrauchen. Ich würde sagen, let's go! Muss diesen Ast jetzt abkneifen, weil er früher oder später in das Gehege reinwachsen würde, also in den Draht. Und das wäre erstens nicht gut für den Baum und zweitens wäre es nicht gut für den Draht. Aber noch schlechter wäre es halt für den Baum, weil da halt Eisen und sowas drin ist. Und dann wird das, glaube ich, auch so blau oder so. Ich weiß gar nicht genau, was passiert. Auf jeden Fall ist das schädlich für den Baum. Ich kneife den Ast da nur ab, dass ich den Draht wieder hoch machen kann. Besser für den Baum, besser für mich. Win-win-Situation. Mittlerweile ein paar Tage vergangen. Wie ihr sehen könnt, hat sich bei dem Pfosten etwas verändert. Ich habe hier eine schräge Leiste reingemacht, weil der Pfosten einfach nicht gerade gehalten hat. Ich habe das unten auch noch einbetoniert. Frag dich bestimmt, warum die Tiere noch nicht draußen sind, weil ich dachte mir, heute lasse ich die Faunen raus und damit ich euch das besser zeigen konnte, dachte ich, warte ich einfach ein bisschen, damit es halt heller wird. Ich habe im Stall schon Licht angemacht, damit die Tiere auf jeden Fall schon was sehen können. Ich würde sagen, stell die Kamera ins Gehege und filme, wie die beiden rauskommen. Also die Chickens sind mittlerweile schon draußen. Ich bin richtig gespannt, wie die Faunen reagieren werden, wenn die das erste Mal wirklich frei sein werden. Also ich bin richtig aufgeregt, was deren Reaktion sein wird. Ich glaube, ich lasse jetzt erstmal euch mit den Faunen alleine, weil ich glaube, die haben etwas Angst vor mir. Also keine Ahnung, welches Huhn oder welches Tier die ganze Zeit diese Kamera umkickt. Oder ist es einfach nur der Wind? Schreibt es mal in die Kommentare. So, jetzt habe ich selber herausbekommen, es ist der Wind. Wenn die Faunen noch nicht raus wollen, dann zeige ich euch eine Innenperspektive. Beide Faunen sitzen auf dem Boden, wollen anscheinend also raus. Aber ich glaube, die trauen sich nicht so richtig. Ich glaube, der Hahn will hier raus. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, der Hahn geht raus. Guckt, guckt. Oh mein Gott, schnell nach draußen. Der Faunhahn ist einfach draußen. Zum ersten Mal wirklich so, er kann sich frei bewegen. Ich glaube, so viel Platz hatte er noch nie in seinem Leben. Oh mein Gott, Leute.
Wow, Leute. Jetzt habt ihr eine nice Perspektive. Die Schafe und Ziegen gucken jetzt auch da hinten. Ich hole mal ein bisschen Futter. Ich glaube, die Pfauen trauen dem Braten nicht ganz. Jetzt bin ich dran. Bieren den Pfauen ein bisschen was zu geben. Ich finde es so schön, dass die hier einfach so scharren können. Die tun so, als wären die es noch nie was anderes erlebt hätten. Also Leute, ich muss sagen, das hätte ich echt nicht erwartet, dass sie so gut reagieren einfach. Ich freue mich hier auf jeden Fall richtig, dass die Pfauen sich hier gut einleben können. Auch wenn es heute ein bisschen windiger Tag ist. Aber für mich hat sich diese Aktion gelohnt, den Zaun hier fertig zu machen. Ich räume jetzt noch die ganzen Stangen weg, beobachte hier nochmal ein bisschen die ganzen Pfauen und kontrolliere die Lage. Und würde ich sagen, falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, denn bei 100.000 Abonnenten gehe ich falsch und springen. Vielleicht auch ein nettes Kommentar oder irgendeine Videoidee. Und würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, euer Conny.